Ihr könnt ja dann an meinen eigenen Bedenken quasi teilnehmen. Weil das ist ein Thema. Das ist wirklich ein Thema. Ich habe sie schon erzählt, also die Fluchtangriff, Verteidigung, das scheint wirklich unsere Gesellschaft zu sein. Mit dem Wettbewerb. Also da ist auch Ausgrenzung drin und solche Geschichten. Halt das, was wir alle kennen. Und der andere Modus, dieser Gelassenheitsmodus, dass der wirklich effektiver ist. Also für alle, die Kreativität als Beruf haben, ne? Musiker, aber auch Leute, die was entwerfen und so, die wissen das, dass es da eine Unterscheidung gibt in ihrem eigenen Leben. Ne? Also wenn ich mich zu stark anstrenge, wird es nichts. Das habe ich eben auf der Wiese auch gesagt. Also wenn man solche Selbsterfahrungsbücher liest von Piloten oder von Hochleistungssportlern, die haben immer geschrieben, es klappt bei ihnen am besten, wenn sie sich nicht darauf konzentrieren, ein Ziel zu erreichen. Ja? Sondern wenn sie einfach da sind, sie nehmen jetzt an dem Wettbewerb oder was teil und haben dann Spaß daran. Und machen sie einfach das, was sie gelernt haben. Fertig. Ja? Und die meinen, sie schaffen viel eher quasi die Höchstleistung zu erreichen. Das ist halt nun das Gegenteil von dem, was uns alle immer weismachen. Ne? Dass man sich anstrengen muss und so. Ne? Und männliches Verhalten ist auch so. Ne? Also dieses, wie heißt das? Überzogene Männlichkeit. Ich glaube, das ist sogar eins der Schlagworte. Worauf ich heute wieder hinaus will, ne, weil das sind aber Themenbereiche, ne, man kann sie von verschiedenen Richtungen angehen. Das, was mir die Bedenken macht, ist, dass dieses Yang, ne, dieses Aktive, aber auch Extrovertierte, ist anscheinend so laut, dass jetzt auch, guckt selber, Intraversion und Extroversion, ne, Wikipedia, aber den englischen Artikel, kommt heraus, dass anscheinend wirklich eher 50% der Bevölkerung introvertierte Menschen sind. Nur die Extravertierten sind halt sehr laut bei Umfragen. Ne? Und dann muss ich immer dran denken an eine, glaube ich, kalifornische Psychologin, findet ihr auch im Internet, YouTube, die sich mit Psychopathen und Narzissten beschäftigt. Und die Psychopathen, die sind meistens mehr auf dieser Extro-Variante, ne? Also wenn die im täglichen Leben unterwegs sind. Und deren Eigenschaft ist wirklich, wenn jemand nicht auf diesem Leistung und ich habe dieses und jenes, also wenn die nicht auf diesem Leistungsprinzip zu Hause sind, dann wissen die nicht, was sie mit denen anfangen sollen und machen die schlecht. Das ist das, worauf ich hinaus will. Ja. Weil das anscheinend auch mit den Daoisten passiert ist und so, also mit lockeren Leuten. Wie auch immer, also das ist ein Thema. Ne? Ein Thema von wirklich introvertiert und Entspannung als Lebensstil quasi zu kultivieren, halte ich für interessant. Also dem eine Stimme zu geben, das finde ich wichtig. Das ist ein Thema, woran ich bin. Also ihr könnt auch sehen, also innerer-sport.de, ne? Meine Seite, die sucht eben noch Leute, die da Geld für geben, dass man da einen Schritt weiter gibt. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass man diese Introversion und Entspannung mal ein bisschen gesellschaftsfähig macht. Also Introvertierte sowieso. Das ist keine Krankheit oder sowas. Das ist eine Lebenseinstellung. Kann sich sogar ein bisschen mit der Gewichtung, kann sich das ein bisschen ändern. Ne? Ihr seht, also ich bin schon sehr introvertiert, aber ich mache ja nur ein YouTube. Ich treffe mich mit Leuten hier auf der Wiese.
spreche mit denen. Also ich habe da nicht, ne, so, das heißt nicht introvertiert. Ja, also Introvertierte können auch sozialen Umgang pflegen, aber so Partygeschichten und so, die stressen mich echt aus. Also, ne, oder solche, na, wie hieß das? Also solche Veranstaltungen, wo man Leute trifft, um dann halt Geschäftsverbindungen und so zu machen, das ist ganz überhaupt nicht mein Ding. Ne? Also nicht Extrovertierte gegen Introvertierte, nee, eigentlich Introvertierte, dass die auch da sein dürfen. Darum geht's mir. Und dann sitzen wir introvertiert vor uns rum und machen gar nichts. Ne? Sind faul und machen nichts. Lernen über uns selber, werden freundlich, aufmerksam und gelassen mit uns, mit denen, die uns umgeben, mit allen und allem. Zuerst mit uns und entspannen, Körper entspannen, den Geist zur Ruhe kommen lassen und dann den Atem, wie er so stattfindet.
Wunderbar. Aber ihr seht, ich mache das auch das hier, auch alleine. Muss ich auch. Also wenn ich merke, das wäre jetzt gut, dann mache ich das. Und für die wenigen oder die oder den einzigen, der das interessant findet, ist es auf jeden Fall gut. Und wenn ich mich da rein zurückversetze, als ich so 16 ungefähr war, 14, 16, aber sogar eigentlich noch früher, ich habe halt so nach Menschen gesucht, die sowas, also diesen anderen Weg gehen. Und das jetzt, ne, schließ mal wieder den Kreis. Also das mehr publik zu machen, dass es durchaus einen anderen Weg des Lebens, des Daseins gibt. Ich finde das immer wichtiger, weil ich merke, dass mir das selber gut tut. Und ich kann nachvollziehen, dass mir das hätte schon früher auch gut getan. Also ich hatte ja ein paar Begegnungen damit und ich habe auch ein bisschen meditiert. Eine Zeit lang wusste ich auch gar nicht, dass das quasi Meditation ist und so. Aber wenn es das nur ist, jemanden zu fragen, ist das jetzt richtig, ne? Oder mache ich hier irgendwas falsch? Jemanden, dem man sowas fragen kann, überhaupt zu finden, war damals ungeheuer schwer. Ne? Egal. Also ich habe das eben genossen, auf der Wiese rumzusitzen. Lasst es euch gut gehen. Entwickelt das innere Lächeln. Und bis zum nächsten Stream. Oder direkt auf der Wiese sogar, wenn ihr wollt. Klingt platt. Aber genießt das Leben und zwar nicht so viel Kuchen fressen, bis euch schlecht wird, in Maßen. Ja? Lernt euch selber kennen, das heißt aber nicht, dass das Leben eben dröge wird. Also nicht zu Partys gehen und sich besaufen oder ohne besaufen ständig so sich selber darstellen, wie toll man alles erreicht hat, ist nicht mein Ding. Ist auch, glaube ich, nicht der Weg. Es gibt eine subtile Freude. Diesen Weg wünsche ich euch, wenn ihr ihn gehen wollt. Wie heißt das? Lebe lang und Wohlstand. Live long and prosper. Den. Oh, ich muss ihn öfter üben. Ich weiß auch gar nicht, ob das. War das mit der linken Hand oder mit der rechten? Muss den Vulkangruß nochmal üben. Back to the still. Back to the black.